Ist er jetzt schon tot? Der windet sich so, tatsächlich. Ja, schon die ganze Zeit. Ja, ich habe trotzdem nochmal 32 Safety Bullets reingehauen. Ah, das ist wie so eine Grundschule in den USA. Emotional Damage! Der war ganz schön savage. Alter! Moin moin, herzlich willkommen zurück hier zu Tiny Tina's Wonderlands und ich begrüße meinen sprachgewandten Kollegen, den Benny. Hallo. Und den leidenden Kevin. Hallo. Ja, ist schon gut. Das ist ein toller Start. Kevin ist tot, kann nicht reden. So, hier. Okay, der will auf dem Sockel bleiben. Da ist wohl jemand falsch. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem richtigen Relikt, das wir für den Hexensohn, für den Hestort, den Hestort, genau, suchen sollen. Du hast mich um dein Leben. Wer absolut nicht weiß, um was es geht, der kann gerne nochmal reingucken. Genau. Für also, letzte Folge Tiny Tina Wonderlands. Für alle, die jetzt erst zu dieser Folge eingeschaltet haben, was stimmt nicht mit euch? Toll. Ja. Guckt euch gefälligst das Zeug vom Anfang an! Zu kumpelig. Zu kumpelig. Ich hab mal eine Narzisse wiedererweckt. Ist später eingegangen, aber das war nicht meine Schuld. Das sage ich auch immer. Zu schwach. Also ist keines dieser Relikte gut genug? Würfel! Keins der Relikte, die du siehst. Zwinker? Hast du absichtlich Zwinker gesagt? Ja, das war zur Unterstützung des Neulings. Tina leistet besondere Hilfe. Was? Nice, eine 4, Leute. Ich hab's immer noch drauf. Bist so ein guter Spieler. Oder? Holy mother of God. Oh, ich hab gerade einen Zauber gegen deine Begleiter da gewirkt. Tut mir leid. War nicht persönlich. Das wäre relativ egal. Ah, okay. Waffenkiste. Find's gut, dass ihr da so eine enge Bindung habt. Hab ich nicht. Ich brauche mehr. Ich kämpf noch. Ja, mach du dein Ding. Das ist harte Arbeit. Schwing dein. Also. Ja, ist gut. Ist okay. There was an attempt. Ja, ich wollte es dann doch nicht durchziehen. Ich hatte Angst. Untersuch es. Alles klar, lass mal untersuchen. Oh nein, vergiss es. Nichts da. Du kriegst diese Magie nicht. Bist du dir sicher mit dem hier? Oh ja, das Teil hat echt viel Reliktenergie. Das wird total nützlich für uns sein. Verpiss dich. Das fühle ich. Nehme ich mit. Okay. Wir müssen jetzt nur seine Energie in den Kiefer kanalisieren. Ich habe vorn draußen einen Akarn im Fokus. Da müssen wir hin. Vorne draußen, vor der Tür, hab ich einen Akarn im Fokus. Hier ist der Bescheid. Vor der Tür steht mein Ford Focus. Weiter draußen, als ich ihn zurückgelassen habe, ist wohl mit einigen der anderen schwebenden Plattformen abgebrochen. So eine sinnlose Waffenkiste. Wo ist denn die sinnlose? Das ist doch keine Waffen. Nein, der schubst mich beinahe runter. Bei dir ist von dir ganz klar. Hui. Bin ich gerade auf den Motte gesprungen? Auf den Molch? Insane. So langsam gewöhne ich mich ans Töten. Das hast du schon dreimal gesagt. Dreimal? Ja. 3000 Mal. Ja. Ich hab nur bis 3 gezählt, weil da ging's nicht. Danke fürs Exposen, Kevin. Nee. Das ist mein Job. Jetzt habe ich hier Jahre gebraucht, um mir das Image als Mathe-Genie hier aufzubauen und jetzt hast du es einfach debunked. Nein! Warum ist denn Benny jetzt einfach alleine da hoch? Das weiß keiner. Du meinst Matze? Hä, was? Was, ich hab drauf geschossen oder was? Ist mir gar nicht. Du bist doch gerade oben und wir nicht, also. Nee, ich bin unten. Hä? I don't get it. Ich hab halt anscheinend drauf geschossen und wollte noch versuchen draufzukommen, aber. Also musst du das machen. Platziere das Relikt, dann fangen wir an. Ich dachte, einer von euch hat das aktiviert. Nee. Um so viel Seelenenergie zu kanalisieren, okay, müssen mehr mithelfen. Oder es kann katastrophal enden.
sprecht mir nach. Bravo. Burrata. Pesto. Oh, Pesto. Ragu, Burrata. Pesto. Ragu. Burrata. Pesto. Ragu. Nudeln. Burrata. Pesto. Bin ich ja gespannt. Der Skelettlift untotet wieder. Nice. Woo! Siehst du? Mit genug Seelenenergie ist einfach alles möglich. Gehen wir. Hey, warte doch mal, Benny ist noch gar nicht da. Skelette sind mein Markenzeichen. Bei Benny kommt er da drüben. Ja. Dann ist ja gut. Dauert noch ein bisschen, macht das mal weiter. Chaka! Dann steigen wir mal ein. Zeit, meinen schönen Körper zurückzuholen. Ich supporte mal. Wir drauf schießen oder noch warten? Wir warten jetzt mal auf Benny. Hab mich schon gefragt, wann mehr von euch auftauchen. Bam! Aus der Luft gezaubert. Dämlicher Wirbom. Ey, was hast du jetzt gegen die Wirbom? Die greifen uns an, die hassen uns, die wollen uns alle lebendig essen. Reicht das als Grund? Ja, ne, vielleicht schmeckst du einfach gut. Naja, trotzdem. Erhebe dich, nicht ganz so attraktiver Lakai. Ehrlich gesagt, oh, Travis, halt den Sappel. Ich habe schon aufgegeben, bis du kamst. Danke, dass du mir Hoffnung gibst. Okay, ja, gerne. Der Kerl wächst mir echt ans Herz. Ich wusste gar nicht, dass man in diesem Spiel Freunde finden kann. Ich dachte, du spielst Bunkers and Badasses schon länger. Schon, aber bislang habe ich immer alle getötet und ihre Sachen gestohlen. Fred, aus wie vielen Partys wurdest du schon rausgeworfen? Aus allen, mit Ausnahme von dieser hier. Willkommen in meiner Junggesellenbude. Riecht ein bisschen komisch. Schick, soweit ein hausgroßer Schädel das sein kann. Der Körper des Hastards schwebt über einer ziemlich offensichtlichen Boss-Arena. Eine Runde Knochenpop. Stehen ein bisschen viele Nudelreste hier rum, ne? Zeig mal, wo denn? Überall. Ich würde eine Portion jetzt nehmen, ehrlicherweise. Oh, Automaten, perfekt. Da kann ich gleich mal ein bisschen vertiki-takin hier. Was haben wir da? Kritischer Treffer für... warte mal. Dunkelmagie-Effizienz? Sehe ich das richtig? Waffenkiste! Das ist... Lila. Weiß ich nicht. Würfel! Die Chancen steigen! Oh, eine 4. Geil. Was für ein guter Spieler. Wie war das, Kevin? Ich würfel nur einen Würfel, wenn ich weiß, dass es ein 20 wird. Das war letzte Folge. Das ist ja aber egal. Nee. Achso. Jetzt habe ich mein Mantra geändert. Achso, diese Folge nur 4. Hm. Nee, diese Folge habe ich kein Mantra. Gut, ne? Musst du auch nur 5-mal würfeln für eine 20. Mhm. Mathematik. Matze schlägt doch wieder zu. Er kann 5-mal 4 rechnen. So, ich habe schon alles verkauft hier. Ihr macht das bestimmt immer noch einzeln, ne? Finde ich lobenswert, dass er meine Tipps so in den Wind schlagt. Ich weiß, du kannst alles mal so viel langsamer geben, ob ich nur markiere und dann... whatever. Vor allem weiß ich ja immer beim Verkaufen schon nicht mehr, was ich möglicherweise noch behalten wollte. Ich verkaufe einfach alles. Nichts. Ich will nichts behalten. Okay, aber du guckst dir die Sachen schon an, oder? Behalten wollen. Ja, ich guck sie mir halt an. Ja, dann drückst du eine Taste und dann kannst du... Ja, okay. Was soll's? Wenn ihr meint, es ist schneller, das einzeln zu machen, dann macht das ruhig. Ich behaupte hier tollkühn das Gegenteil. Das darf auch ruhig langsamer sein, dann ist es auch nicht schlimm. Nö. Übrigens, wenn ihr ganz hoch, da ist Waffenkiste und, ist mir egal, okay. Kevin, das ist hier nicht der Platz für gute Tipps. Oh.
Jetzt haben wir Matze tief im Herzen getroffen, wenn wir nicht seine Tipps annehmen. Was müssen wir eigentlich machen? Hol Hastards Körper zurück, erreiche Hastards. Achso, wir müssen in die offensichtliche Boss-Arena reinspringen. Na dann, let's fett. Ich sagte doch, dass er hübsch ist. Zu spät. Ah, geht schon. Der Körper gehört mir. Was in allen Höllen treibt der da? Hastard! Oh, Hastard Level 40! Das ist ein richtiger Hasser. Er ist hier am Boden. Vor Benny. Aber warum? Aber wo auch. Hä? Da. Danke! Ein Leben für den Tod! Haben wir doch gleich. Mensch! Ja, easy. Haben wir noch einen Balken übrig und dann war es das für den Hassi. Ah, der ist immun. Wartet mal. Müssen wir irgendwas anderes machen. Wahrscheinlich erstmal die Minions ausschalten. Minions! Ah, jetzt nimmt er Damage. Wo ist er denn? Hä? Wo ist er denn? Hier. Wo ist Benny? Hallo. Das wird wieder. Wenn das schon alles ist, macht dich mein echter Körper fest. Oh, es ist so toll, dass er so weit wegläuft, wenn man im Nahkampf spielt. Oh, ich schieße auf Benny. Ich weiß immer noch nicht, wo er ist. Na gut, bitte, mir egal. Die Nase von diesem Typen ist eh ständig verstopft. Kann kaum atmen. Echt ätzend. Das ist sinnlos. Schluss mit der, das sinnloseste Orange, was ich jemals bekommen habe. Ist doch nicht mal mit den Orangen zufrieden. Ja, guck dir es doch an. Nee, das heißt, kein Bock mehr. Hä? Plus 10% Nahkampfschaden. Sinnlos, vor allem für einen Nahkämpfer. Total behämmert. Ich habe plus 14% Schusswaffenschaden. Ja, das ist sinnlos für einen Nahkämpfer. Ja, aber vielleicht sind unsere besser. Ja, aber nicht für mich. Ist das jetzt das, was Benny? Weil soll ich wissen, was eure können? Ich kann mich ja nur über meinen Loot beschweren, oder wie ist das jetzt richtig? Ich habe hier gar nichts bekommen, also beschwer dich mal nicht. Nur nicht überall deine Sporen. Was ist das? Zauberklinge des Assassinen. Nahkampfschall, das ist was für Benny. Das ist. Beste, wo gibt's? Ja, danke. So, Haspiro. Ja. Ich versuche Liebe zu spreaden hier. Das fühlt sich gut an. Und auch schlecht. Weil du echt hart kämpfst. Ich hab mich zusammengerissen. Du hast gesagt, du hilfst. Natürlich. Ich halte meinen Teil der Abmachung. Hier, folge mir. Hastard. Musst halt auch gehen, wenn wir dir folgen sollen, ne? Just saying. Ah. Junge. Ja, schon ganz schön schwierig, das Konzept des Folgens. Benny hat auch so eine kleine Hastard-Nase. Lol. Ja. Das sieht cool aus. Ja. Fähigkeit geben, die Barrierezauber des Dragonlords zu vertreiben. Aber das kostet etwas. Bist du dumm? Das kostet deine Seele. Ach so. Ich habe geschworen, Nekromantie nicht mehr für Böses einzusetzen, also möchte ich vorher deine Erlaubnis. Oh, ja. Aber unsere Seelen, brauchen wir die nicht noch? Hey, ich bin aus der Hölle, wo Problem? Richtig. Seelenmagie, wahre Liebe, Jazz. Also nichts Wichtiges. Na dann. Du bist herzlich eingeladen, die schrägsten Dinge mit meiner Seele zu machen. So sei es. Harald! Das ist gerade ein wichtiger Moment. Und fertig. Du bist zu einem Achtel untot. Das reicht, um es von der Steuer abzusetzen. Jetzt werde ich nie die wahre Liebe finden. Nur Spaß, habe ich schon dutzende Male. Hier, deine Kräfte werden nicht so stark sein wie meine. Du brauchst also eine Vertreibungsrune, so wie die da drüben. Versuch es mal. Also wenn es auch ohne Runen geht und du dafür nur noch ein bisschen von meiner Seele nehmen musst, gönn dir. Die Schreckenspyramide des Dragonlords befindet sich in der Mitte einer toten Stadt mit dem Namen Ossugol. Oh, danke, dass du meinen Körper zurückgebracht hast. Ich habe hier noch was zu erledigen und kann dir nur viel Glück für deine Mission wünschen. Du wirst es brauchen. Vor euch erstreckt sich die verdorrte Ödnis
unter euren Stiefeln spürt ihr, wie der Boden selbst dürstet. Vorsichtig auftreten, Schicksalsbringer. Oh, da gibt es noch etwas, um das ich dich bitten muss. Ja, freilich. Was denn? Die Königin war nicht nur eine Herrscherin. Sie war eine mächtige Quelle der Magie. Ohne sie, um den Dragonlord zu bekämpfen, fürchte ich, dass die ganze Welt verkümmern und sterben. Oh, cool. Hier nix, danke. Ja. Das klingt nach einem Du-Problem und nicht nach einem Ich-Problem. Was hat er denn gesagt? Würfel. Ey, das ist mein... Das ist mal ein Glückswürfel. Eine 4. Entschuldigung. Es war wirklich Kevins Würfel, es war eine 4. Echt? Ich stehe da literally 5 Minuten schon. Ich habe das nie gesehen, sorry. Nee, falls ich jemals wieder ich wollte ja Love spreaden. Ja, für dich. Was hat er denn gesagt, Matze? Sag mal bitte. Ach, irgendwas, dass die Welt vor die Hunde geht. Ist das jetzt so, gut? Blitzschaden, Nahkampfschaden, kritischer Schaden, nicht wirklich. Benny, brauchst du Nahkampf und kritischen Schaden? Ja. Wo bist du denn? Hier. Ich meine, du hast sie ja selbst erwürfelt, von daher. Das ist nur fair. Ich würde an dieser Stelle sagen, dass wir auch dass wir cutten und die Hauptquest sein lassen und jetzt zur Nebenquest übergehen. Ja, das wäre auch mein Vorschlag gewesen, denn... Hab's schon ausgewählt. Sehr gut, Kevin. Sehr, sehr oder? Gut. Ich will. Du bist das einfach. Ja, Leute. Okay. Wieso hab ich denn hier ein orangenes Schild? Was auch noch mega gut ist. Das war bestimmt eine Questbelohnung, ne? Habt ihr das auch? Von dem ich hatte das, aber das hat, ja, halt, wir hatten alle so, das hat halt nur 2700 Kapazität, das ist mir zu wenig. Es hat bei mir 3200. Also knapp 3,3. Solange deine Actions Giftschaden, naja gut, okay. Blitzschaden. Es ist halt insofern schlechter, als dass es meine Zauber nicht erhöht. Und das ist, glaube ich, den... die 200-300 Kapazität, die es mehr hat, nicht wert. Braucht es einer von euch? Nee. Nee, okay, na dann, tut mir leid, liebes orangefarbenes Schild. Aber du wirst bei eBay Kleinanzeigen vertickt. Hatten wir hier einen Spornhüter? Na, Benny? So halb. Bereichsschaden, Action-Skill-Schaden, kritische Schusswaffentrefferchance? Nee, ne? Das ist ein bisschen bullshittig. Gibt's eigentlich noch eine Loot-Kategorie über Orange? Weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es... Früher war es mal rosa. Genau, also früher gab es in Borderlands 2, glaube ich, noch rosa und ich glaube sogar Gold. Ich glaube, da gab es noch ein oder sogar zwei Loot-Kategorien über Orange. Weiß aber nicht, ob sie das einfach wieder gecuttet haben, weil es sonst zu viel wird. Oder ob wir einfach nur bis jetzt nicht das Glück hatten, was zu finden. Bin nicht sicher. Wie dem auch sei, sicher bin ich mir auf jeden Fall, dass wir wieder runter müssen. Denn die Nebenquest führt uns fast ganz wieder runter. Also basically fast am Anfang. Können wir da nicht hier Schnellreise machen? Schnellreise? Halt einfach runter. Oder macht eine Schnellreise. Nee, hier kann ich bloß die Zielkarte ansehen. Das ist nur ein Verkaufsautomat. Ich springe jetzt auch einfach runter. Nee, ich will springen. Das ist so viel geiler. Schaka. Ich bin zu weit gesprungen. Das ist bitter. Du hast quasi den Anti-Icarus gemacht. Kann es sein, dass wir jetzt alle drei an verschiedenen Orten sind? Ich bin am Ziel. Okay, ja, ich nicht, also ja. Ah nee, Kevin ist bei dir, okay. Dann passt es ja, muss bei dir einfach nur warten. Ist er jetzt schon tot? Der windet sich so, tatsächlich. Ja, schon die ganze Zeit. Ja, ich habe trotzdem nochmal 32 Safety-Bullets reingehauen. Max. Was ist das denn für... Oh, Map. Ah, das ist wie so eine Grundschule in den USA. Oh, lol. Der war ganz schön savage.
Meine Güte! Er hat ja recht. Da notwendig war. Er hat ja recht. Ja, aber. Das ist halt ich nicht. Das Traurige daran. Ja, aber. I don't know. Warte mal kurz. Ist Mats eigentlich hinter mir? Nee, ist er nicht. Wo kann ich... Gibt's hier nicht irgendwo auch... Ah, hier, Sounds. Dialoge, Spielmodus, nee. Lautstärke an. Echt jetzt? Man kann nicht die Begleiter stumm schalten? Nee, ich glaube, das hatten wir schon mal überlegt, oder? Ja was? Gut, okay, müssen wir damit leben. Das ist das gute Zeug. Benny, was hast denn du für einen Ring? Der macht Arkane Fähigkeitsschaden, Geschosse. Kritischer Trefferschaden von Fähigkeiten, kritischer Nahkampfschaden, Nahkampf-Crit-Chance. Achso, nee, dann ist der besser. Der klingt ziemlich gut. Mhm. Ist doch ganz gut. Ja. Für ihn, ja. Du bist doch gar nicht beim Ziel. Ja? Sie ist doch hier. Ja, ich bin nicht direkt beim Ziel, so. Weil ich auf euch warten wollte. Ich war gerade, nee, sorry, ich war gerade nur verwirrt. Ich dachte, es geht noch viel weiter oder so. Vielleicht war ich aggressiv. Ja, weil ich warten wollte! Okay. Ja, weil das so aggressiv klang, du bist doch gar nicht beim Ziel. Erstmal heißt es im Buch was von. Ich warte auf euch und Kevin. Genau, alles geht um Eier. Altersloser Drachen auf dem Faulwindgipfel, deren abscheuliche Schreie die Geburt des Eisens einläuteten. Ich sag dir was, ich besorge dir Wivern-Eier. Du wirst den Unterschied gar nicht merken, glaub mir. Aber gut, damit kann ich arbeiten. Hä, das hat geklappt, okay. Ich dachte, er besteht auf seine Standard-Eier, okay. Dann besorgen wir mal Wivern-Eier. Also ich bin mir tatsächlich unsicher, ne? Ich glaube fast den meisten Damage macht Matze. Meinst du ja? Das hat echt ich weiß es nicht. Müsste man wirklich mal, weiß ich nicht. Wo Gegner? Ah, hier. Auf jeden Fall nicht durch Schusswaffen. Nee, das ist klar. Ich bin runtergefallen. Okay, tschüss Benny. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich fall mal ganz runter. Das ist der Weg. Eieiei. Oh, das hat funktioniert. Apropos eieiei. Hab eins. Oh Gott, das ist ja Bärbel. Und knusprig werden lassen wie Späne. Treibholz in einem Meer aus Flammen. Es ist echt gar nicht so leicht zu erkennen, wer davon Bärbel ist. So, warum denn jetzt hier noch mehr Eier? Na, bestimmt hier auf den anderen Plattformen, schätze ich mal. Du warst ja da oben, ne? Ja. Ich vermute mal, wenn wir hier außen rum gehen, Wiffung! Ei. Du hast keine Chance. Eieieiei. Drei, weil du dir Mühe. Mal so ein Ei sehen. Ich hätte dir vielleicht dazu sagen sollen, dass Wivern es nicht mögen, wenn man ihre Eier Ei. Klaut. Ja, das konnte ich mir schon denken. Das mag niemand. Der Zauberer werden brennen. Die wollen mich verbannen. Also es shiftet alles so langsam zu Markion häufig, ne? Kann das sein? Ist die Story so? Ja, bist du blöd genug, dich mit mir anzulegen? So Dunkelmagie und so. Das ist genau mein Stil. Aua. Was ist das denn? Was ist denn hier ein los, Mensch? Da, ist das Schneeball? Runtergefallen. Hast du jetzt auch mal ein Ei gefunden, Matze? Ich hab auch ein Ei gefunden, ja. Ich bin glücklich. War ein absolut erfolgreiches Ostern.
Müssen aber noch den Azur Wyvern besiegen. Ja, bin dabei. Oh, ich hab Harald verzaubert. Oh, der sieht cool aus. Ich möchte ihn bitte nicht besiegen. Danke. Das ist eine nicht optionale gesellschaftliche Konvention. Aua! Reicht jetzt langsam, ihr Wyvern. Will sie einer besiegen, wollen sie alle besiegen, ja? Ja. Ja. Gruppenzwang und so. So, wir brauchen aber immer noch zwei Eier, ne? Ja. Hat aber recht, Patrick. Eier, wir brauchen mehr Eier. Definitiv. Ich habe auch schon eine Idee, wo die sein könnten. Oh, ich schieße mal auf das Liebesfass. Hui! Mach das mal. Würfel! Kevin, hier ist ein Würfel. Nein, ich bin so ein Hohlkopf. Was? Was habe ich denn jetzt ausgelöst? Und warum? So, bestimmt hier oben sind die. No? Ach, ich habe einfach nur die Falle ja, ausgelöst. Ja, Ben, ich kann gerade nicht. Ist ja dumm. So. War das schon hier oben? Kommt man da hoch? Ich bin doch hier die ganze Zeit drüber gelaufen. Aber waren wir hier schon? Ich bin auch gerade nicht sicher. Ich bin verwirrt. Massivst. Ja. Same sie, wie man so schön sagt. Aber ich... Benni, find mal die Eier. Bin hinter dir. Ist das auch eine Falle? Das ist auch eine Falle, das ist ja dumm. Wir haben kein einziges Ei wiedergefunden, ne? Nee. Und Benni redet nicht mehr mit uns. Ja, ich finde halt auch keins. Ach so. Gut, aber wir hätten ja auch einfach mal der Questmarkierung folgen können, ne? Dann hätten wir gesehen, dass wir halt einfach hart dran vorbeigelaufen sind. Ja, aber die Questmarkierung ist immer noch da, wo es am Anfang war. Na, dann liegen da wahrscheinlich noch welche. Ja, es war hier versteckt. Ich hab's gefunden. Stolz auf dich. Dann ist da drüben auch noch eins, schätze ich mal, wo ich das gefunden hab. Wir haben es einfach hart übersehen. Ja. Aber auf die Map gucken, nur Lumpen. Machen wir nicht. Ich hab, wie gesagt, am Anfang geguckt, aber ich hab all die Magie, die ich brauche. Das Gebiet abgesucht. Ach, hier drüben! Was war denn hier Orangen ist? Lol. Hab's. Ja, nice. Ausgezeichnet. Laut diesen uneindeutigen Runen brauchen wir als nächstes die nekrotische Energie in den Knochen des weißen Todes. Das sind offensichtlich reanimierte Skelettknochen. Oder? Du bist der Zauberer. Richtig. Gut. Skelette werden schon richtig sein. Och nein. Mein Charakter buggt, ich bring mich mal um. Wow, drastisch. Oh, wieso buggt der? Was ist los? Der hat die ganze Zeit den Zauber ausgeführt. Achso. Ich konnte nichts mehr machen. Ich hab mal mein Zauberbuch geändert. Ich finde, ich weiß halt nicht, wieso das eine hier so mit 20% Schaden so OP ist. Ansonsten lock dich mal kurz neu ein, dann kann ich vielleicht mal ein bisschen zu meinem Artefakt hier plaudern. Ich habe halt hier dieses eine Artefakt, das macht 600% Zauberschaden. Das erscheint mir so viel, weil alles andere, was ich gefunden habe, hat immer so 20, 30, 40% Zauberschaden. Deswegen weiß ich halt nicht. Ich guck mal, ob das... ich markiere das mal als Favorit, damit ich es nicht versehentlich verkaufe. Ich habe jetzt mal ein anderes ausgerüstet, womit ich euch auch wiederbeleben kann, beziehungsweise heilen. Mal gucken, ob das... sich bewähren kann. Also ob es sinnvoll ist, euch zu heilen. Also wahrscheinlich schon, aber... ob es halt auch spielerisch ist. Überhaupt was euch nöten zu heilen? Nein, ich weiß, wie ich es angehört habe. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich es auch gehört. Aber ich meine damit, ob es sich halt spielerisch sinnvoll einsetzen lässt oder ob es halt eher selten nutzbar ist und dafür halt einfach zu wenig Damage macht. Aber mal schauen. Ich will halt mal was anderes nutzen. Wobei ich mit meinem Zauber, den ich jetzt hatte, schon echt mega zufrieden war. Also wenn der signifikant weniger Damage macht, so wie es die Zahlen vermuten lassen, werde ich wahrscheinlich wieder zurückwechseln. Aber ich kann mir halt auch so schlecht vorstellen, dass so ein Artefakt, also dass hier dieses, was ist das?
dieses Zauberbuch mit plus 620%, das ist halt so unrealistisch viel, dass ich nicht verstehe, was das für ein Balancing sein soll. Weil dann ist es ja OP bis Timbuktu und zurück. Hm. Schon wild. Brauchst du eine Einladung, Kevin, oder kannst du einfach nachjoinen? Ich hätte jetzt fast eher gesagt, dass wir versuchen, technischen Probleme in der nächsten Folge zu fixen. Achso, ich dachte, wir geben zumindest noch die Eier ab. Ja, hätte ich auch. Kannst du eure Einladung mir schicken? Gottes Willen. Bist du nicht gerade beigetreten? Nee. Okay, warte, dann kommt eine Einladung. Ist raus. Doch, die Eier geben wir schon ab. Wir haben jetzt so viele Folgen immer wieder irgendwas gecliffhangert, dann müssen wir jetzt auch mal was zum Ende bringen. Und wenn die Viewtime der nächsten Folge dann in den Keller geht und es keiner mehr anguckt, dann müssen wir halt wieder anfangen mit Cliffhanger. Ist jetzt ein Experiment an euch, liebe Freunde. Hast du Spaß, kleiner Pilz? So, ich bin wieder da. Willkommen zurück, lieber Kevin. Bist du denn irgendwo an einer halbwegs gescheiten Stelle rausgekommen? Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Du musst dich eigentlich nur nach unten fallen lassen, so wie es scheint. Nee, da bin ich tot. Nee, ich meine schon an der richtigen Stelle. Nee, andersrum. Wo gehst du denn jetzt lang? Du bist bei mir gerade durch die Luft. Hä? Nein? Also, ja, basically schon. Wild. Aber ich bin auf solchen Teilen hier. Ich weiß schon, wo es ist. Ach so, ja, okay, verstehe. Ach so, warte mal, du bist ja sowieso da, wo wir hin müssen. Ja. Dann sollten wir dir vielleicht folgen. So, maybe. Warte. Benny, gonna be the one that saves me. And after all. Ja, wir sind alle deine Wonderwall, lieber Kevin. Genau. Hat fein gemacht. Der Noel und der Liam, die zwei Krawallbrüder. Krawallbrüder, sagst du? So. Kommt Benny mit? Nee, Benny kommt nicht mit. Benny, was ist denn los? Hast du die Folge mental schon beendet oder was? Oder zockst du schon wieder Pokémon? Nee. Ich dachte, er wäre doch dort geblieben. Deshalb nee, das war das, als ich gerade gesagt habe, dass Kevin schon richtig ist. Also. So, ja, das habe ich mir schon gedacht. Das hat sich auch für mich so angefühlt. Es war irgendwas falsch, ne? Ja, also du warst so still, in dich gekehrt, hast dich über nichts beschwert, kein Loot-Scheiße gefunden. Also irgendwas war. Aber schön, dass du jetzt nochmal zu uns stoßen konntest. Achso, das wäre echt negativ. Hast dich nicht Findste? mit Kevin angelegt, stimmt, wie sonst immer in den Folgen. Das sollte reichen. Ich kann Grummeldorns Elementar-Reanimatrix anwenden. Was? Aber ja, sei mach. Gewarnt, die Macht des Dragonlords ist so groß, dass so gut wie jedes erweckte Skelett ihm folgt, egal wer es erweckt hat. Ja, alles gut. Skelette ist easy peasy. Mach mal weg. Wischen wir den Boden damit, auch wenn es Kratzer gibt. Erhebe dich! Da ist ein lebendes Wesen! Mein Fußknochen passt genau auf deinen Arschknochen! Viel Spaß mit der ewigen Verdammnis! Da ist ein lebendes Wesen, hat er gesagt. Das übst das Alive-Shaming. Versucht, aber dieser beißende Gestank in der Robe hat mir die Tour bei den Zauberinnen vermasselt. Kann ich verstehen. Verstehe ich. Nur wer unter unerträglichen Schmerzen starb, kann als Skelett zurückkommen. Und wer viel Milch getrunken hat. Schon bald wirst du zu uns gehören. Meine neue. Wahrscheinlich würde es sogar am meisten Damage Benny machen, wenn er halt öfters angreifen könnte. Verdammt, das kann sein, ja. Aufgefallen, dass diese Rune ein Akzentzeichen hat. Was wäre nicht unwahrscheinlich. Dass diese minderwertigen Knochen nicht genügen. Wir brauchen viel Knochenenergie. Finde ein paar Badass-Skelette. Gut, aber, liebe Freunde. Warum auch einfach?
Ich würde ja selber ein paar Badass-Skelette reanimieren, aber da waren so gut wie keine Badass-Knochen in den Haufen drin. Und ich kann ja wohl kaum ein Badass-Skelett aus Normalo-S-Knochen machen, oder? Genauso Badass, wie Drüxel mir hier in die Abmod reingequatscht hat, genauso Badass werden wir jetzt hier an der Stelle die Folge beenden. Denn wir sind ein bisschen über der Zeit. Wir haben gesagt, wir geben zumindest noch die Eier ab, haben noch ein, zwei Skelette weggeschnackselt. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, was auf die nächste Folge zu schieben, nämlich die Badass-Skelette. Die müssen jetzt eine Woche warten, genauso wie ihr. Wir würden uns natürlich trotzdem riesig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten würdet. Und wenn es euch gefallen hat, dann wie immer freuen wir uns auch über das Däumchen nach oben. So, wir verabschieden uns aus dieser Folge, wünschen euch ein wundervoll anstehendes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.